Genauso wie bei C wird C++ in der Regel mit einer Standardbibliothek ausgeliefert, die viele hilfreiche Funktionen beinhaltet. In diesem Video werfen wir mal einen kurzen Blick da rein. Die gute Nachricht ist, wie in allen gängigen Programmiersprachen gibt es auch in C++ eine umfangreiche Funktions- und Klassenbibliothek, die alle möglichen Funktionen enthält, die Sie immer wieder brauchen. Ja, Strings, Streams, Container und dynamische Datenstrukturen, Algorithmen, Numerik und so weiter. Ja, es ist noch wesentlich mehr, steht da zur Verfügung. Und die Implementierung von dieser Standardbibliothek, die sind in der Regel sehr gut und auch auditiert und vor allen Dingen auch fehlerfrei. Sie wissen ja, gerade wenn es um dynamische Datenstrukturen geht, wie so eine verkettete Liste, das ist durchaus fehleranfällig, das selber zu implementieren. Und in der Standardbibliothek haben Sie da eine wirklich sehr saubere und effiziente Implementierung. Wir gucken uns in diesem Video zwei Beispiele an, nämlich Strings und dynamische Datenstrukturen. Ich würde Ihnen aber dringend empfehlen, auch mal in die Dokumentation der Standardbibliothek zu gucken. Können Sie einfach im Internet suchen und dann sehen Sie, was es da so gibt. Ja, schauen wir uns mal das Beispiel der Strings an. Ja, in C waren Strings in der Regel Character Arrays und das ist natürlich eine sehr unhandliche Art, mit Strings umzugehen. Und da muss man auch immer wieder aufpassen, dass man keine Bereiche überschreitet. Die Klasse String der Standardbibliothek erlaubt die Manipulation von Strings mit ganz einfachen Operatoren. Und dann gibt es noch die Klasse StringStream, die erlaubt die Erzeugung von Strings über so ganz klassische Stream-Operatoren. Ja? Also da oben haben wir so ein Beispiel, oder hier haben wir so ein Beispiel mit so einem String-Objekt. Da sage ich dann, das setze ich dann auf Hello. Ja? Ich kann also die String-Objekt auch direkt auf so ein Character-Literal setzen, das ist ein überladener Konstruktor und ich kann jetzt aber auch einen String drauf addieren. Ja, da hat jemand den Plus-Gleich-Operator überladen und damit kann ich anschaulich so einen String konkatenieren, ohne jetzt so eine C-Funktion wie String-Cat oder so zu benutzen. Und dann gibt es auch den String-Stream, der erlaubt mir mit so einem Stream zu arbeiten, so wie ich auch mit C-Out arbeiten würde. Ja, ich kann also in den Stream über diesen Operator hier Elemente in den String schreiben und dann auch wieder auf den String zugreifen mit ss.str. Ja, und was man hier sieht, ist so ein bisschen analog zu dem, was wir aus Java kennen. Da gibt es ja auch diesen Großstring, also diesen Datentyp, der auch String heißt, mit einem großen S. Und es gibt auch in Java den String-Builder. Das ist so ungefähr analog zum String Stream. Okay, gut, schauen wir uns das mal an. Einfach mal so ein kleines Beispiel. Also, wir haben jetzt hier die IO-Stream eingebunden. Wir nehmen mal den Namespace std. Moment, Namespace std. Und jetzt kann ich beispielsweise so einen String anlegen, hallo, und auf diesen String Welt addieren. Das ist ungefähr das Beispiel, das wir gerade hatten. Und kann den entsprechend ausgeben. Ja, also das funktioniert. Hier fehlt allerdings noch. Ah genau, hier ist ein kleiner Fehler drin. So, genau. Hallo Welt. Ja. Okay, das Ganze nochmal mit dem String Stream. Also da kann ich dann auch einfach Hallo oder mein String ist Doppelpunkt und in den String Stream kann ich auch den String reinschieben. Und wenn ich den dann entsprechend ausgeben will, dann hole ich mir hier entsprechend den Stream. Ich muss den allerdings noch einbinden. Moment. S-Stream heißt die Header-Datei dafür. So. Okay, und dann habe ich jetzt hier mein String ist und dann kommt der String, den ich da vorher generiert habe. Was aber ganz interessant ist, wenn man jetzt beispielsweise mal so eine Struktur hat, Point, ja, die hat so zwei Parameter oder zwei Attribute x und y und jetzt definiere ich mir mal den cout-Operator, ja, also diesen Operator zur Ausgabe. So, dir wird auch der String übergeben und eine Referenz auf einen Punkt. Ja, das hatten wir schon in einem früheren Video und ich gebe jetzt dann diesen Punkt in diesen Stream rein. Ja, das mache ich jetzt mal gerade so und gebe den Stream, na, Moment, und gebe den Stream dann entsprechend zurück.
Dann weiß ich ja, ich kann das Ganze, kann jetzt also einen Punkt definieren und das Ganze mit cout ausgeben. Ja, das ist also keine Neuerung, das wissen Sie. Probieren wir mal gerade aus, ob das alles funktioniert. Ja, haben wir noch eine Fehlermeldung? Moment, was ist das Problem? Undeclared Identifier. Ach ja, genau, wir müssen natürlich auf die Attribute zugreifen und hier entsprechend auch. So, okay, gut. Also gehen wir mal aus und das kennen wir. Jetzt haben wir hier also so eine schöne Repräsentation von einem Punkt. Das Schöne ist allerdings, wenn ich das einmal für OStream definiert habe, dann kann ich so einen Punkt auch einfach in einen anderen Stream reinschieben. Ich kann also sagen, Punkt, Doppelpunkt und da dann in irgendeiner Form diesen Point da reinstecken. Ja? Das heißt, wenn ich einmal diesen Operator überladen habe für OStream, dann funktioniert das auch für StringStream und so weiter und ich kann den hier entsprechend einfügen. Ja? Okay. Noch ein anderes Beispiel, ganz wichtig natürlich Datenstrukturen. Da gibt es diverse, die einem das Leben leichter machen. Es gibt also die Klasse Vektor beispielsweise, die erlaubt mir, das Daten in einem dynamischen Array zu speichern. Oder ja, die Klasse Set, um eine Menge zu speichern. Und hier rechts haben wir so ein Beispiel, da ist wird ein Vektor angelegt, über den iteriere ich dann. Und ähnlich wie in Java kann ich das auf verschiedene Arten machen. Ich kann also über einen numerischen Index darauf zugreifen, heißt über so eine ganz einfache Zählschleife. Dann habe ich hier also nur so eine, mit der eckigen Klammer kann ich darauf zugreifen. Das ist ein überladener Operator für diese Template-Klasse. Ja, wichtig ist, Vektor ist ein Template. Ne? Es wird also jedes Mal kompiliert oder es wird in den Code reinkompiliert, je nachdem, welchen Platzhalter ich hier benutzt habe. Ich kann mit einem Iterator drüber gehen, auch das geht in Java oder, das ist verhältnismäßig neu in C++, ich kann auch mit einer For-Each-Schleife über das Ganze drüber laufen. Und auch das schauen wir uns mal ganz kurz in einer kleinen Demo-Session an. Das heißt, wir legen hier einen Vektor an. Ja, vielleicht nehmen wir den auch noch ein. Ja, also wir holen uns hier die Vektorklasse. S-Stream brauchen wir jetzt nicht. Und sagen dann Vektor über Double und nehmen wir mal V. Und jetzt kann ich hier zu diesem Vektor einfach verschiedene Werte hinzufügen. So, Moment. 3,5. 3,1,0 und jetzt habe ich halt verschiedene Funktionen zur Verfügung. Ich kann mir den Anfang holen, das Ende, ich kann mir die Größe nehmen und so weiter. Ich kann ja einfach mal eine Ausgabe machen. Number of Elements, Doppelpunkt, V.Size, so. Und dann geben wir die einzelnen Elemente noch aus. Das geht also hier wirklich über so eine For-Each-Schleife und ja. Probieren das Ganze mal aus. So. Und jetzt habe ich entsprechend alle Elemente ausgegeben. Ja, und es gibt auch andere Klassen. Das, was wir eben implementiert haben, Stack, gibt es zum Beispiel auch in der Standardbibliothek. Kann ich ebenfalls anlegen. Ist auch typisiert und hat auch dann diese Funktion Push und Pop, die wir eben hatten, also die wir in einem anderen Video gehabt haben, als wir über Templates gesprochen haben und so weiter. Es gibt also alle gängigen Datenstrukturen schon vorimplementiert. Das müssen Sie nicht machen. Die sind sehr sauber und häufig auditiert. Das heißt, Sie können sich auch wirklich darauf verlassen, dass die A funktionieren, fehlerfrei sind und dass die B auch effizient sind. Also, weiterführende Informationen finden Sie da in der Buchreferenz. Die werde ich auch in der Videobeschreibung nochmal angeben oder auch in der Literatur. Beispielsweise unter c++.com/reference, da finden Sie die Referenz der gesamten Standardbibliothek. Aber wie gesagt, es gibt unglaublich viele Quellen dazu. Sie können es auch einfach mal im Internet suchen. Schauen Sie sich das mal an. Erfinden Sie nicht das Rad neu. Benutzen Sie die Standardbibliothek, wo es nur geht. Denn wie gesagt, alle gängige Funktionalität finden Sie dort in sehr hoher Qualität.